Hallo, willkommen zu einer neuen Runde Vulken, so nennen wir das mal. Ich habe jetzt Folgendes überlegt. Die Sticky Oil Bomb, die schießt ja leider gleichzeitig mit dem Feuer ab und da zusammen ergänzt sie sich kaum, finde ich persönlich, ne? Aber kann ich damit die Leute vielleicht verlangsamen, gerade wenn ich mit dem Beacon das Ding wegsteuere? Und die andere Geschichte ist, kann ich nicht einfach hier vorne die Best Partner nochmal dazu packen? Da kriegt man doch ein paar gute Marksmänner heraus am Schluss, ne? Also können wir das vielleicht nochmal spielen? Die Frage ist, ob die Marksmänner nochmal irgendwelche Fähigkeiten geben will. Also zum Beispiel die Tankiness, die ist ja ganz gut. EMS, muss man das dann wirklich noch haben auf dem Marksman? Ich habe das ja eigentlich dafür geholt, aber vielleicht spiele ich den dann auch wieder. Irgendwie Elite, die kommen ja dann, ne, mit Level, je nachdem, wenn der Vulkan sein Level hat. Also ich glaube nicht, dass ich da viel raushole, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich brauche ich es eher für die Luftabwehr doppelt. Ja, also wir suchen auf jeden Fall den Vulkan jetzt nochmal zu spielen mit dem Öl und dem Kiten und entsprechend stelle ich noch auf. Also in meinem Kopf, ja, da spielt sie das so ab, dass ich massive Öllachen lege, nach rechts zum Beispiel und nach links laufe und dadurch massiv Zeit gewinne. Muss das entsprechend für den Beacon dann aufstellen. Letzte Runde hat ja super geklappt mit dem Vieh. Und zwar tatsächlich über Schaden. Ja, die haben ja unendlich viel Schaden gemacht. Hauptsächlich am KI-Ding, aber die kommen ja auch zu einem. Also vielleicht ist das eine keine schlechte Idee, das über für die KI aufzustellen, den Flammenwerfer. Ja, also in der Theorie hört sich alles im Kopf doof an, wenn ich mir drüber überlege zum Vulken, ne? Alles. Aber wir sind sogar bei fast 2200. Die Sache, das läuft sehr beliebt, der neue Game-Modus. Also im Kopf läuft auf jeden Fall alles, was im Vulken zu tun hat, denke ich mir, macht hier keinen Sinn. Die Stärke des Vulken ist, Modelltanks zu töten. Und die existieren ja faktisch nicht in dem Late-Game-Modus, wo es drauf ankommt, ne? Und trotzdem hat es letzte Runde hervorragend geklappt. Und von daher übersehe ich wahrscheinlich irgendwas. Obwohl natürlich der Vulk mit der dickeren Flammenwerferkanone auch ein Killer von dicken Viechern ist, ne? Also, vielleicht ist es wirklich so, dass man mal einen Panzer kommt oder einen Steamball, dass er den auch noch schnell genug wegholt. Und deswegen hat das so gut geklappt. Das würde ich einfach öfter spielen, um da ein Gefühl für zu bekommen. Aber jetzt erstmal eine Beacon-Formation überlegen für das Vieh. Nochmal mit Giant. Weiß ich nicht. Dann werde ich aber direkt freischalten, oder? Ich würde den eher gepanzert nehmen wollen, ehrlich gesagt. Und ich glaube sogar noch nicht mal, dass ich ihn damit brauche. Ich mache ihn gepanzert. Mach mal so. Ist ja egal. Qualitätswulki. Genau, die laufen dann wieder in alle Richtungen. Die Panzer verlieren die ja dann nachher. Das ist ja dann wichtig, ne? Dass man das schon jetzt bedenkt. Dafür brauche ich sie ja. Dann mit den Wulken muss man gucken. Wahrscheinlich dann zwei Wulken hier, zwei Wulken hier. Ne? So dieses Motto wird das. Und ansonsten nochmal die Fangs halt dabei. Ne? Und dann hoffen, dass keiner Raketen spielt. Erste Runde kriegen wir dann wieder auf die Fresse, wenn ich jetzt Fangs baue. Aber das lässt sich halt wie immer nicht vermeiden. Machen wir einmal richtig. Können wir die ganze Welle Fenster hinstellen irgendwann. Okay. Agro rechts. Links stellt nur auf meiner Seite auf. Und Raketen. Also alles kein gutes Szenario für mich. Kunde? Okay, meine Fangs räumen auf. Also der da macht mir halt ein bisschen Sorgen, ne? Und der ist auch schon all in hier bei seinem Spam. Man könnte meinen, es gibt nur Marksmänner in dem Spiel. Mit dem Forum auch so geschrieben. Aber ihr habt in den Raketen da oben schon eine gute Counter gegen die Marksmänner. Und ich müsste jetzt eigentlich eher gehen, ne? Die typische Overlord-Strategie. Mein Ding auf Phoenix, aber Overlord glaube ich auch ganz okay mit Westen und so, ne? Und dann würde das auch gut klappen dagegen. Und dann muss ich nur so lange verzögern, bis die Raketen alle Sniper getötet haben. Ne? Das wäre so die Logik, wie man es jetzt eigentlich an der Stelle einloggen könnte, den Sieg. Das gesagt, machen wir das natürlich nicht, weil wir den Vulkan testen wollen. Und wenn ihr so eine Situation habt, das ist ja ein perfektes Szenario, Luft in die Ecke gehen und glücklich werden. Einfach nur lange genug verzögern, bis sie sich gegenseitig getötet haben.
Vielleicht schaffe ich das auch mit dem Vulken. Ich glaube es nicht, aber ich versuche es auf jeden Fall. Ja, beim letzten Mal war auf jeden Fall die Jungs ganz gut. Ganz viel eher. Ich würde schon gerne nochmal einen Hacker dabei packen, aber. Jetzt lohnt sich erstmal der da wahrscheinlich. Ich verkaufe den dann nächste Runde, denke ich. Ja, Anti-Air ist halt ein Problem, ne? Nächste Runde hole ich da den Vulken. Die brauche ich wegen den Upgrades gleich. Ja, und die Vulken kommen dann hier irgendwie hin, dass sie mit allen mitlaufen. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das anstelle. Genau. Huch, Satellit. Okay. Ich hätte normal jetzt den Wulfen schon gekauft, diese Runde, aber ne, war ja nur er. Dann lohnt, hätte sich nicht gelohnt. Wohl tankt ganz gut. Also verkaufen kann ich auf jeden Fall auch gerade so eine Wespe später machen, weil wenn ihr jetzt am Anfang noch Einheiten pullt, ne, dann denkt ihr halt, dass es das immer so läuft und dann, oh, Überraschung. Schuss, Schuss, Schuss. Das wird unser kleiner Blob. Und oh, der Backe. Das hat gesessen, die Salve. Die Wespe hat sich Mühe gegeben, kam aber ein bisschen spät. Ja, da oben kommen sogar mit Hacker. Also wie gesagt, also, ne, das ist nicht angenehm hier. Ich weiß nicht, ob Wolken da irgendeinen großen Sinn macht. Aber ich kann ja nach rechts gehen. Könnte mal einmal reinhämmern in das Ding. Fällt auch für die Adler hinten gut, ne? Im Late Game mache ich dann die Adler weg, damit er die Wolken nicht kaputt macht. Da schildert ja nie einer. Und dann ein bisschen an die Zukunft denken. So, da sind jetzt die Hacker. Ja, jetzt mit dem Wolken alles wegholen. Das wäre so der Gameplan. Geld organisieren. Natürlich keine Reichweite und nix, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Also mit dem Beacon. 1, 2. Ja. Also ich mache links so einen Blob und mache rechts einen Blob. Und werde dann eben entsprechend noch mit zwei Beacons dann hier arbeiten. Da sind leider schon die Marksmen dran. Da kriege ich noch einen zweiten Vulken hingepackt, rechts von dem und dahinter eben auch, ne? Dann kann ich mit zwei Beacon, die dann eben rechts, links bringen, je nachdem, wo Bedarf ist. Bisschen verzögern. Bam. Habe ich einen Feind fürs Leben. Ist natürlich schön, dass wir die Flammenwerfer haben, ne? Keine Frage. Ja, das wird eventuell knapp hier, weil es ein Level 3 ist. Und die Steelballs, die ich hingeholt habe, schaffen es vielleicht. Jetzt mal ranhalten. Wir haben den kleinen Laser. Haltet euch ran. Okay, hat funktioniert. Der links wurde ausgelöscht. Nice. Top hat gewonnen. Ne, Top wurde auch ausgelöscht. Und rechts hat gewonnen mit der Wespe. Ist das rechts? Ja. Also ist jetzt wirklich auf hart auf Wespen gegangen. Da würde ich schon gerne einen Typhoon-Ball kaufen, wenn ich kann. Also die Fangs können es auch. Also so schlimm wäre das jetzt nicht. Aber ein Typhoon wäre mir lieber.
Gut, dann machen wir jetzt diese dicken Dinger. Genau, Besuch auf der rechten Seite. Ich spawn jetzt einfach hier die Dinger und dann machen wir erstmal ein paar von denen. Also immer mit dem Beacon gucken, dass ich die alle unter Kontrolle habe, wenn es geht. Also damit kriege ich die auf jeden Fall noch hier, ne, gesteuert. Die Marks, wenn die da rauskommen, haben denselben Level wie die Vulcans. Aber die kosten ja jetzt 350, ne? Und der Markt hat einen Wert von 100. Aber da kriege ich jetzt einen guten Value raus, wenn ich die so aufstelle, Masse. Aber das Problem ist immer noch, ne, die Adri da hinten. Und der Wespenspam ist natürlich jetzt auch erstmal eine Beacon-Formation. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Also ich habe noch nichts dagegen, hier Marksman-Spam. Müssen wir ja mal sehen. Ich glaube, dass das Öl zu schnell weggeht, wenn ich das links irgendwie streue. Go, go, und tot. Die Marksmen geben sich Mühe. Regeneration links. Da kommen die Wespen. Ich krieg zumindest meine KI-Armee kaputt. Das hat der Links nicht geschafft, ne? Mit seinem Marksman-Spam. Also ein bisschen was machen sie wohl richtig. Aber für die Westen brauche ich definitiv nochmal eine Antwort. Irgendwas. Bomber-Reichweite. Elite ist das, okay. Also Bomber ist besser als Elite. Gerade noch keine Level hat, groß im Umfang. Genau, Scorpion, Firebatcher, Typhoon, dieser Freund. Typhoon, Luftabwehr. Und dann natürlich ein paar davon. Und jetzt natürlich die Frage mit dem Beacon, ne? Genau, dann kann ich dahinter noch zwei Giants packen nachher. Das müsste eigentlich gehen. Okay. Ich hätte ihnen ganz gerne noch Reichweite gegeben, aber das glaube ich jetzt nicht in den Karten. Ich überlege, ob ich die auf Schrotflinte ausbilden soll. Gegen die Wespe ist das auch gar nicht mal so schlecht. Und dann laufen die denen auch davon, ne? Also zum Tanken. Ja, aber wir machen wahrscheinlich jetzt einfach Typhoon einloggen in Masse, um die dem Wespen-Spam zu begegnen, der da vorne ist. Das sollte sehr einfach dann zu kontern sein, hoffe ich. Der links wird dann ein kleines Problem gleich. Ist jetzt wahrscheinlich eine Kräftefrage, ne? Also der oben wurde jetzt gemassakert, von daher schwer zu sagen, wie stark der wird. Huch. Okay, ich dachte, ich hätte die gerade besiegt gehabt. Hat keiner Wespenabwehr, ne? Meine drei Typhoons kamen halt nicht zu Potte. Ein Chor. Den hohen Level. Jetzt das Aufleveln hier. Ich weiß es nicht, ob sich das lohnt. Ist schon sehr, sehr teuer, wenn ich das jetzt machen würde. Ich müsste die aufleveln, das vergeben und dann habe ich auch noch ein Wespenproblem. Aber sonst klappt das halt auch nicht, ne? Und da kommen ja die besten Marksmen raus. Vielleicht mischen wir das einfach ein bisschen.
Okay. Wir versuchen es einfach mal. Gucken, dass wir die mit der Wespe da mal aushelfen. Und ansonsten. Ja, die laufen schon alle in die richtige Richtung, ne? Steeball ein bisschen verzögern. Okay. Da sind mehrere Leute auf die Idee gekommen. Jetzt töten wir uns gegenseitig, wenn wir Pech haben. Und dann wird das nichts im Headquarters-Knife. Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht, das Really, aber er meint wahrscheinlich was anderes. Weil mein Drop wird eventuell jetzt nach rechts laufen und den tot machen. Dass er sich als führender Spieler über Dings da wundert, spricht er für so unerfahren ist. Bam! Alle Schilde weg. Genau, ich laufe jetzt rüber und hau den tot. Headquarter. Jetzt hat die einen Debuff, die Wespe. Ja, da ist noch ein Typhoon dazwischen. Kein Schaden, ne? Und kein Hacker. Es gibt halt keinen, der tanky wäre, von daher lohnt sich auch nicht, Schaden auszugeben, ne? Und wenn eine War Factory steht mit 1 Million Leben, dann tötet die halt keiner mehr. Okay. Ich will auf jeden Fall noch Schlusslicht. Nochmal eine Luftabwehr, aber dann bleibe ich lieber bei den Typhoons, ne? Da kriege ich, glaube ich, mehr raus. Hätte da Marksman stehen. Ja, ich verhökere die jetzt einfach regelmäßig. Genau, jetzt mit dem Öl gegen die Wespe macht ja wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Das wäre halt für links, und da weiß ich nicht, ob das ein Problem würde. Das muss ich mir diese Runde anschauen. Hier auf jeden Fall Reichweite, damit die überhaupt an die Wespen rankommen, wenn da was passiert. Und ansonsten leveln, leveln. Und da ich nicht weiß, was ich jetzt brauche, es hängt vom Gegner halt ein bisschen ab, geben wir jetzt hier erstmal diese Sachen aus. Ich glaube, dass ich lieber nach rechts gehe mit der Armee. Aber vielleicht nicht unbedingt in der ersten Runde, ich bin mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall weg von dem, was da links kütt. Den Rhino da vorgestellt. Ist das denn gewesen? Welcher Spieler? Ich sehe die Farbe nicht. Naja, aber die Wespen, also kann er gerne aufstellen und nachher mit zwei Beacon kontrollieren. Ich glaube, dass wir alle Luftabwehr dagegen haben sollten. Okay, er hat Luftabwehr verzichtet. Also der denkt, dass das mit dem Fortress klappt. Das wird niemals klappen, ne? Der rächt sich jetzt rechts bei dem linken. Das sieht man daran, dass gegenüberliegend eigentlich immer ist. Also von da sieht man das eigentlich auch. Und dann hat der Mustang links. Also Fortress klappt nicht mit Luftabwehr. Das könnt ihr vergessen, ne? Dann tut ihr keinen Wespenspawn runterholen. Aber wenn die sich gegenseitig hassen, das ist natürlich super. Das ist super. Ich bin ja schlusslich und da macht Sinn, dass sie mich ignorieren. So, und jetzt weg von dem Armeeblob. Go, go nach rechts. Und jetzt wäre zum Beispiel so eine Öllache ganz gut, die man da hinwirft, ne? Also ich das gleich nochmal wiederhole, das Szenario, und dann mit Öl kämpfe, dann würden die halt zurückbleiben oder verbrennen zum Teil auch, ne? Hier die Mustangs zum Beispiel. Also ich glaube, ich gebe nächste Runde Öl aus. Und hoffe halt, dass ich die dann so verzögere, dass ich einfach in Sicherheit laufen kann, den Jungs. So, mein Freund. Der Wespenspawn. Habe ich genug Luftabwehr? Nein, die sind ja zu schnell, ne? Also das Öl wäre, glaube ich, schon eine Schlüsseleinheit hier. Fähigkeit. Aber die Wespen kriege ich offensichtlich.
Ja, guck mal, die werden jetzt alle verbrannt, ne? Weil ein bisschen Öl wäre ja auch irgendwann angezündet worden, dann wären die alle tot gewesen. Also Öl ist die Antwort, definitiv. Das machen wir jetzt gleich so. Einer ist rausgedroppt. Weiß nicht, wer es war. Einer will nicht mehr spielen. Vielleicht der Wespenspammer, weil alle Luftabwehr haben. Der Panzer ist zu dick. Mit Regeneration, okay. Das heißt, ich könnte nochmal einen Hacker dabei stellen. Schwierig. Öl und ein Hacker. Öl. Okay, nochmal Fähigkeiten da ausgeben. Aber ich denke, wir brauchen wirklich den Hacker jetzt hier. Reichweite immer ausgeben. Ja, und ansonsten gerne mal den Level verbessern. Das muss jetzt klappen. Genau, das sind die Beacon, ne? War ja mit Ansage. Ich kann nur wirklich hoffen, dass das Öl lange noch liegen bleibt. Ich habe da sehr wenig Erfahrung mit. Man nimmt das ja im 1 gegen 1 nicht. Also die erste Öllache, die ihr da hinschießt, werde ich wahrscheinlich abfackeln. Und der ist verschwunden. Ja, der hat halt das gegen Wespen geholt. Ne? Spiel war vorbei. Das war völlig klar, dass es das nicht funktioniert. Und der nutzt das jetzt recht ein bisschen aus, dass er in Sicherheit geht, aber die KI noch nicht darauf reagiert. Ah, hier Besuch bekommen, links. So, da liegt das ganze Öl. Nicht anzünden! Okay. Nicht anzünden, das Öl, wenn es geht. Nicht den Flammenwerfer ausrichten, nicht den Flammen. Danke. So, das Öl liegt auf jeden Fall. Hier kommt die KI. Der Wespenspawn. Ein paar kommen rüber. Hat der einen Debuff? Der leuchtet so komisch. Das geht doch gar nicht bei dem. Wo soll der? Ach so, das ist dieser, das da ist. Deswegen blinkt das. Kann man das ganz schnell kaputt machen, damit der Wespenspawn besonders viel Schaden nimmt? Kann man irgendjemand Schaden machen in der Armee? Irgendeiner? Jungs, gebt euch mal Mühe, bevor die tot sind. Schnell, schnell, schnell! Oh Gott. Ich hätte gerne gesehen, wie die jetzt alle verrecken. Ich meine, jetzt kommen jetzt meine Sachen dazu. Das geht dann sicher auch. So, und jetzt bitte reinhalten. Sehr nice. Ja, komm zu Papa, komm zu Papa. Mein Headquarter. Okay. Und wieder haben die Wolken eine Runde gewonnen. Also zumindest eine von 10. Okidoki. Range den, oder? 185. Nee! 185? Okay. Achso, das ist ja geil. Ich habe gedacht, das wäre so links mit dem Upgrade. Na gut, aber der fährt ja der Steeball nochmal hin. Wie schlimm ist das da links, ne? Wieder in die Ecke. Das hat sich als gut erwiesen. Ja, sonst ein Geld, ne? Das ist jetzt immer so diese Sache. Luftabwehr ausgeben für die Dinger.
Also, wenn ihr das Headquarter bekommt, stört das ja keinen, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Mal noch einen da hinten. Geld, 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 Geld. Okay. Keine Ahnung. Hat die verkauft? Rechts ist ein Drop. Ja, also meine Armee kommt auf jeden Fall gleich schön nach rechts hier. Ja, jetzt zünden. Upsala, was war das denn? Das ruckelt immer so. Ja, das eigene Öl anzünden. Also wenn das Öl brennt, ne, und mein Blob da durchläuft. Also, der muss auf jeden Fall jetzt sterben, bevor der ins Öl läuft und der Flammenwerfer angeht. Ich kann gar nicht hingucken. Also, das ist schon gefährlicher, so aufzustellen. Da sollte ich mir vielleicht nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob ich das so steuern möchte. Wenn das Öl jetzt angezündet wird, ne, dann brennen meine Modelltanks ab. Ah, eine ganze Menge Wespen noch erwischt. Nice. Da sind die ganzen Marksmen im Super Level und da kommt der Wespenblob. Genau, jetzt brennt das Teil leider. Ja, das war nicht ganz gut durchdacht. Ich wollte halt, dass die langsamer werden, wenn die mir entgegenlaufen, dass sie dieses Öllachen reinlaufen, ne? Vielleicht war das ein bisschen zu ambitioniert. So, die Wespen kriegen den Debuff. Könnt ihr ein paar aussieben? Jede tote Wespe ist eine gute Wespe, sage ich ja immer. Headquarter wird aber schnell kaputt gehen. Ist ja kein Dings, ne? Immerhin haben die sich halbe halbe gemacht. Aber das Headquarter hätte ich wahrscheinlich gebraucht. Noch führe ich? Hä? War das Runde 9? Das habe ich jetzt gerade nicht begriffen. Geht das nicht normalerweise 10 Runden? War das nicht gerade Runde 9? Genau, Runde 9 war das. Keiner hat einen K.O.-Sieg, aber das Spiel ist vorbei. Hä? Warum ist das jetzt vorbei, das Spiel? Ich meine, ich beschwere mich ja nicht, da bin ich jetzt Zweiter, beziehungsweise weiß ich, wie KI Erster zählt ist, ne? Also vielleicht bin ich auch Erster dann, weil die KI ja führt. Genau, das hat er auch nicht begriffen. Na gut. Ja, nochmal zurück zu dieser Wolkenstrategie. Also, ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Aber das war jetzt auch immer mal so ein Sonderfall wegen dem Wespen-Spam da rechts, ne? Also, ich würde es gerne mal versuchen, glaube ich. Ich würde ihm gerne mal eine Chance geben. Es lief definitiv besser in der letzten Runde, definitiv. Aber ich bin da auf jeden Fall offen für das nochmal zu versuchen. Einfach weil es keiner spielt und für die Abwechslung, ne? So, zweiter Platz bringt 7 Punkte. Super. Ich bin weg für heute. Ciao, ciao.